Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich bei meinem PHP 5 Lehrgang für Einsteiger bei php5lernen.at und heute möchte ich dir zeigen, wie man mit einem Editor arbeitet und dir gleich den Editor Webpack und Scriptly vorschlagen, einen ganz tollen Editor, der sich besonders gut eignet. Ja, mit dem Editor erstellt man eben diese PHP-Dateien und wo diese PHP-Dateien hingehören, möchte ich dir aber noch als erstes zeigen. Ich habe hier geöffnet schon den von der letzten Lektion her den PHP-Server. Wir haben ja hier diesen Xamp-Ordner bekommen. Da kann man eben gesehen, dass man hier PHP startet, beziehungsweise den Server startet mit PHP und dann auch wieder stoppt. Und die Web-Dateien, die PHP-Dateien, werden hinterlegt im htdocs-Ordner. Das heißt, alle Webseiten, die wir entwerfen, werden hier in Xamp-htdocs hinterlegt. Also wenn du eine PHP-Seite machen möchtest und dann den Server zugreifen möchtest, landet das Ganze immer in htdocs. Wir werden gleich etwas erstellen und damit das Ganze ein bisschen organisierter ist für unser Projekt, würde ich einen eigenen Ordner anlegen und den nenne ich einfach php erste Seiten. Und da werden wir jetzt dann, also unter xamp htdocs php erste Seiten, wenn wir unsere Seiten hineinspeichern. Bevor wir das machen können, müssen wir uns erst einen Editor herunterladen. Dazu gehen wir mal hier in die Lektion herein und hier habe ich ein paar Informationen zum Editor hinterlegt und ich möchte das jetzt mit Hilfe eines Videos noch erläutern. Ich gehe hier auf diese Internetadresse, von da kann man nämlich diesen tollen Editor von Benedikt Loeb herunterladen, er ist kostenlos und mit ihm kann man eben sehr viel machen, nicht nur bei PHP, sondern auch HTML, CSS, JavaScript und so weiter. Gehen wir zu dieser Seite, das ist hier diese Webseite, die eigentlich so übersichtlich gestaltet ist. Es gibt auch die Möglichkeit, noch weitere Informationen zum Editor bekommen, zum Funktionsumfang, was da alles möglich ist. Aber nach dem Motto Learning by Doing ist sicherlich es besonders sinnvoll, den Editor erstmal runterzuladen und damit zu arbeiten. Gehen auf Download. Da gibt es zwei Versionen, die Standard- und die Kompaktversion. Und ich empfehle die Kompaktversion, weil man diese Kompaktversion im Prinzip nur runterladen muss, entzippen muss und schon kann man damit arbeiten. Man muss sie nicht irgendwie besonders installieren. Man kann sie auf dem USB-Stick herunterladen und dann mitnehmen. Wurscht, welchen Rechner du bist, du brauchst keine besonderen Rechte, um diesen Editor verwenden zu können. Ich empfehle hier die Vollversion ZIP herunterzuladen. Man klickt drauf und schon wird hier der Download angeboten. Ich habe das schon gemacht, damit das rascher geht. Ich habe hier diese ZIP-Datei bekommen. Die muss ich jetzt nur noch extrahieren. Das heißt entzippen. Sie wird entzippt und dann entsteht dann schon ein neuer Ordner, dieser Ordner hier. Und da sind mehrere Dateien, aber die entscheidende Datei für uns ist jetzt diese Webpack-Transkriptle-Datei. Mit der rechten Maustaste öffnen. Ich nehme das Hackerl weg, wie soll immer es bei Dateien, die man aus dem Internet herunterlade, kann man dann wählen, dass sie ausgeführt wird und dann auch gestartet wird. Das mache ich jetzt einmal. Wir haben jetzt gestartet. Ich bin hier beim ersten Bildschirm, da kann man die Sprache einstellen. Das ist aber wirklich nur beim ersten Mal der Fall. Falls du später auf Englisch wieder umstellen wolltest, kannst du das unter Optionen dann einstellen. Klicke hier auf Weiter. Wähle jetzt hier die normale Ansicht, voll und fortgeschritten, weil ich dem auch sehr viel zutraue. Und klicke auf Weiter. Und hier hat man die Möglichkeit, wenn man Scriptly startet, eben gleich eine Datei zu erstellen oder ein Projekt. Das sind fast mehrere Dateien, was man schon gemacht hätte, dann öffnen könnte. Da wir noch nichts gemacht haben, mache ich hier mal PHP, klicke auf Datei erstellen und der Editor ist gestartet. Und ich habe hier schon einen PHP-Tag, den habe ich vorhin schon angesprochen, schon mal geöffnet und könnte schon anfangen, hier was zu programmieren. Vorher stelle ich dir aber gerne noch die Oberfläche etwas dar. Ich habe hier mehrere einzelne Fenster, Feature-Fenster, Informationen-Fenster und den Explorer. Und hier beim einzelnen Fenstern gibt es auch einzelne Registerkarten und hier haben wir schon die Registerkarte Projekt. Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, dass man mehrere Webseiten zu einem Projekt zusammenfassen kann. Das machen wir gleich einmal. Projekt, neues Projekt. Das nenne ich hier dann meine PHP-Seiten. Das ist praktisch der Titel. Dann lege ich fest, wohin die Dateien gespeichert werden. Du erinnerst dich, dass wir anfangs dann einen Ordner festgelegt haben. Der befindet sich immer unter htdocs.
PHP erste Seiten. Klick auf OK. So, dann ist hier so eingestellt. Klick auf OK. Und ich habe jetzt hier auf der linken Seite im Projekt schon meine entsprechenden Objektordner. Und hier könnte ich dann schon meine erste Seite machen und die könnte ich jetzt so anfangen, indem ich hier zum Beispiel Echo tippe. Das sorgt für eine Bildschirmausgabe. Zwei Anführungszeichen, das sieht so schon vervollständigt ist automatisch. Ich mache noch einmal, wenn ich ein Anführungszeichen mache, setze ich das zweite hin und schreibe jetzt hier Hallo Welt. Und dann wird jede PHP-Anweisung beinahe immer mit einem Strichpunkt abgeschlossen. Ich rücke sie ein. Ist das übersichtlicher? Wenn ich jetzt hier auf Speichern gehe, fragt er mich, unter welcher Name ich das speichern möchte. Und ich speichere das jetzt unter Hallo Welt PHP. Und es landet hier auf der linken Seite. Wenn ich das jetzt hier zumachen würde, zum Beispiel Datei schließen, könnte ich es hier wieder einen Doppelklick dann wieder öffnen. Da wir mit HTML5 später zusammenarbeiten werden, empfehle ich dir hier unten die sogenannte Seitenkodierung immer auf UTF-8 einzustellen. Wenn du jetzt schauen möchtest, wie deine Seite ausschaut, gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Wir könnten es hier mal probieren mit der Browser-Vorschau. Und da sehen wir schon, dass es nicht funktioniert. Ich sehe momentan nichts. Das heißt, wir müssen noch irgendwelche Einstellungen vornehmen, damit das Ganze gut funktioniert. Und da gehen wir auf Optionen allgemein und stellen jetzt unseren Editor darauf ein. Du siehst, es gibt sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Und da stellen wir jetzt so ein, dass er gut mit PHP zusammenarbeiten kann. Dazu gehen wir dann in die Registerkarte Vorschau. Und hier stellt man jetzt den Pfad zur PHP-Exe-Datei ein. Das sind hier zwei Dateien. Und den Weg von unserem Editor zu PHP, zu dieser wichtigen Datei, müssen wir hier einstellen. Und das Ganze, ich gehe jetzt hier herauf, befindet sich im Gesamtordner. Der Gesamtordner, schauen wir unter PHP herein, gibt es hier diese PHP-Exe-Datei. Das ist immer unter PHP. Ich habe jetzt hier eingestellt, dann muss ich noch den Weg zur INI-Datei herstellen, php-ini, diese Datei befindet sich auch im selben Verzeichnis, da ist sie hier, also das Verzeichnis gesamt-php, klick auf öffnen, übernehmen und da hat man das dann dementsprechend dann eingestellt. Jetzt habe ich das hier, speichere nochmal meine Seite und probiere jetzt, ob es funktioniert. Und du siehst, das funktioniert jetzt und ich sehe dann schon, wie es im Webbrowser ausschauen würde. Wenn ich das direkt aus dem Browser wie dem Firefox zum Beispiel aufrufen würde, mache ich jetzt folgendes, ich speichere das jetzt hier nochmal. Habe hier PHP erste Seiten, gehe jetzt hierher und kann mir hier zum Beispiel einen Dateinamen kopieren. Da muss ich mir das nicht merken. PHP erste Seiten, gehe dann in den Firefox. Da habe ich noch von der vorgehenden Lektion das hier offen. Wenn ich das jetzt so mache und hier das so eingeben würde, würde man nichts einzeigen, was ich nicht finden würde. Muss ich weiterschauen. Das Ganze liegt ja in einem Ordner. PHP, meine. Wie heißt das Ganze jetzt noch? Muss ich nachschauen. Wie heißt der Ordner? PHP erste Seiten. PHP erste Seiten. PHP, nicht meine, sondern PHP erste Seiten. Wenn ich da jetzt herklicke, sehe ich schon meine erste Webseite hier im Firefox geöffnet. Ich kann das Ganze auch natürlich in anderen Browsern machen, wie zum Beispiel hier den Google Chrome. Wenn ich das hier eingebe, zeigt er mir es auch an. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, PHP zu programmieren und der Gesamtserver stellt mir dann die entsprechenden die Umgebung zur Verfügung. Hier zurück zum Scriptlib. Beim Scriptlib habe ich die Möglichkeit, hier den Code besonders bequem umzugehen, weil er mir hier zum Beispiel Zeilennummern anzeigt. Und das wäre eine Möglichkeit. Dann wird hier alles in dem Projekt zusammengefasst. Und dann habe ich auch hier sowas wie eine Codevervollständigung. Das bietet mir dann zum Beispiel bestimmte Ergänzungen dann zum Beispiel an bei Befehl. Wenn sie hergehen, macht er das zum Beispiel meine erste Seite. Wenn ich jetzt hier auf Speichern gehe und hier auf Check gehe,
mache ich hier vielleicht noch einen weiteren Fehler. Speichere ich das Ganze und gehe dann hier auf Aktualisieren und zeige dann hier einen Fehler an. Und sehe dann, dass hier ein Fehler ist. Dann zeigt mir hier in dieser Zeile an. Ja, da expecting Beistrich or. Dann weiß ich zum Beispiel, dass hier ein Beistrich oder ein Strichpunkt fehlt. Dann fehlt in beiden Zeilen. Und dann besse ich das aus. Klicke hier auf Aktualisieren und es funktioniert dann beides. Und hier kann ich wieder auf die Vorschau gehen und es werden mir diese beiden Zeilen dann ausgegeben. Ja, und so kann ich sehr rasch dann eben diese PHP-Seiten dann zusammenbasteln. Im weiteren Lernen werden wir jetzt dann nur mit dem Skript arbeiten und werden dann, glaube ich, relativ rasch zu ganz tollen Ergebnissen kommen. Also wie gesagt, ich empfehle dir diesen Editor. Er ist kostenlos, er ist wirklich toll und ja, am besten Learning by Doing gleich einmal arbeiten damit und dann werden die Ergebnisse recht rasch sein. Schau ich noch, ob ich etwas vergessen habe. Nein, nur noch der Hinweis. Nicht vergessen, diese Einstellungen vorzunehmen, dass man hier dann auch noch die Aufgabenstellungen lösen sollte und sich zu vergewissern, wirklich alles verstanden hat, liegt, glaube ich, auf der Hand. Danke für die Aufmerksamkeit.